Wir schreiben einen Song, Teil 5, und heute geht es darum, wie ich die Akustikgitarren aufgenommen habe. Und nicht nur, wie ich sie aufgenommen habe, sondern auch, was ich aufgenommen habe und warum ich es aufgenommen habe. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, und heute geht es um die Akustikgitarren. Und wenn du dich jetzt fragst, was Akustikgitarren in einem Rocksong zu suchen haben, folgendes. Ich bin ja dafür bekannt, falls du mich schon ein bisschen länger verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich in meinen Songs die Leute immer gerne aufs Glatteis führe. Ich nehme zum Beispiel beim Text die Variante, du bist so schön, und die Leute glauben, ich singe über eine schöne Frau, und in Wirklichkeit singe ich vielleicht über einen roten Apfel, und lasse die Leute aber auch bis zum Schluss im Glauben, dass ich über eine schöne Frau singe. Also der Text ist so formuliert, dass es für beides passen würde. Nur ich weiß, dass es um den roten Apfel geht, und das macht mir super viel Spaß. Bei der Musik mache ich es ähnlich. Das heißt, wir haben ja einen Rocksong hier als Basis, aber ich habe mir gedacht, dieser Einstieg mit dem Schlagzeug, der ist vielleicht ein bisschen zu heftig und irgendwie nicht cool genug. Also führen wir die Leute aufs Glatteis und spielen vorne erstmal eine süße, sweete Akustikgitarre. Und die habe ich dann auch heute aufgenommen. Wie ich das genau gemacht habe, zeige ich dir gleich. Ich habe also ein paar Gitarren eingespielt, und das wird schon ein lustiges Ding. Der Übergang knallt auf jeden Fall volle Pulle. Das sehen wir aber gleich in der Session. Zunächst einmal geht es bei Akustikgitarren bei mir meistens darum, wie ich sie aufnehme. Denn es gibt ja zumindest zwei Möglichkeiten. Einmal mit einem Mikrofon vor der Gitarre oder mit dem Mikrofon oder dem Piezo-Tonabnehmer in der Gitarre. Ich habe hier meine Akustikgitarre. Und da ist hier so ein Tonabnehmer eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Das ist zumindest die Steuereinheit. Und dann kann ich einfach ein Kabel hier hinten reinstecken und dann kann ich die Gitarre aufnehmen. Wenn die Gitarre bei mir nicht zu prominent im Mix ist, dann nehme ich auf jeden Fall den Stecker hinten rein und nehme einfach das eingebaute Mikro. Das ist jetzt schon ein gutes Mikro, aber es klingt natürlich nicht wie irgendwie ein Groß- oder ein Kleinmembraner direkt vor der Gitarre. Aber wenn die Gitarre, wie gesagt, nicht prominent im Mix platziert ist und ich mehr so den Vibe brauche von der Akustikgitarre oder vielleicht das Anschlaggeräusch, dann ist mir das völlig wurscht, dann mache ich mir die Mühe der Mikrofonierung meistens nicht und nehme direkt mit dem Kabel in der Gitarre auf. Für unseren Song habe ich mir aber ein Mikrofon genommen, weil wir ja vorne so einen schönen, sweeten Anfang machen wollten. Sweet, ja, sweet, süß. Einen schönen, süßen Anfang. Und ich habe dafür ein Großmembran-Mikrofon genommen, und zwar in diesem Fall das WA47 Junior, also die Transistor-Variante vom WA47 von Warm Audio. Das haben mir die freundlichen Herrschaften von Warm Audio zur Verfügung gestellt. Schönen Gruß an Peter Riedl an dieser Stelle und vielen Dank für die schnelle zur Verfügung stellen und die unkomplizierte vor allem. Falls du dich jetzt fragst, warum hier Werbung oben eingeblendet ist, ganz einfach, das macht man heutzutage. Ich habe dieses Mikro nicht gekauft, ich habe es umsonst zugeschickt bekommen und ich schicke es danach auch umsonst wieder zurück, also zumindest gegen eine Paketmarke, und habe da nichts von, außer dass ich es umsonst testen darf. Und das ist für mich schon der größte Mehrwert, dass ich es wirklich umsonst testen darf. Große Klasse. Das Mikro habe ich aufgebaut und habe das dann in die Nierenposition gestellt. Wenn man hier vorne drauf guckt, kann man das sehen. Genau, da ist die Nierenposition. Es gibt auch noch die 8 und die Kugelposition, die man nutzen kann bei dem Großmembranmikro. Die habe ich aber nicht genutzt und habe dann hier hinten auf der Rückseite kann man noch zwei Einstellungen vornehmen. Habe dann hier den Trittschallfilter reingemacht und den Pad hier, den 10 dB-Pad, den habe ich aber nicht reingemacht. Schönes Großmembranmikro, sieht auch toll aus, fühlt sich auch wertig an, und ich habe es erstmal vor die Gitarre vorgestellt, erstmal nur einfach so davor. Wie ich meinen Sound dann finde mit so einem Mikro, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt, wie ich das genau herausfinde, das kann ich dir hier mal einblenden hier oben. Aber ich mache jetzt mal eben im Schnelldurchlauf, da siehst du nämlich genau, wie ich es mache. Gucken wir mal, wie ich es mache, ne? Los geht's. Ja, so klappt es bei mir. Ich habe das Ganze auch nochmal in einem extra eigenen Video gemacht. Falls du das auch nochmal sehen möchtest, kann ich dir das hier oben mal einblenden. Und ich muss sagen, das U47, ich komme schon durcheinander, das WA47 Junior hat einen tollen Dienst gemacht. Und ich glaube, ich nehme das auch mal für meine Vocals, die wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge aufnehmen. Und vielleicht können wir es ja sogar gegen das Röhren-WA47 testen. Wäre doch mal ein schönes Ding. Also falls dich das interessiert, wie ich das WA47 Junior mit dem WA47 Röhrenmikrofon zusammen benutze bei den Vocalaufnahmen, dann schreib mal WA47 unten rein, und wenn dann genügend Leute Hurra schreien, dann kann ich da auch das Video entsprechend planen, dass ich mit beiden Mikrofonen aufnehme. Und dann können wir vielleicht auch mal reinhören, wie beide unterschiedlich klingen. So viel dazu. Wir haben also Akustikgitarren aufgenommen. Komme ich noch kurz zu dem, was ich aufgenommen habe. Ich habe nämlich 4 Spuren aufgenommen und die in unterschiedlichen Lagen. Das weißt du auch von mir. Wenn ich Gitarren aufnehme, dann nehme ich gerne unterschiedliche Lagen, die sich dann gegenseitig ersetzen sollen und ein breiteres Soundbild machen sollen. So habe ich es hier auch gemacht. Dieses Mal habe ich allerdings nicht einfach so
in verschiedenen Lagen gespielt, sondern habe mich eines Capodastas bedient. Ein Capodaster, das ist hier diese Klemme. Und die kann man hier auf die Gitarre drauf machen, an der verschiedenen Stelle, an unterschiedlichen Stellen. Ne? Hier zum Beispiel im 5. Bund. Und dann schiebe ich es hoch, kann ich es in den 8. Bund. Und so klingt die Gitarre dann immer ein kleines bisschen anderes. Das Wichtige ist allerdings, wenn man mit dem Capo arbeitet, bei Aufnahmen sowieso generell, wenn man mit dem Capo arbeitet, muss man auf jeden Fall immer stimmen. Weil sonst klingt es hinterher völlig durcheinander und die Gitarre verstimmt sich mit jedem Mal Aufsetzen vom Capodaster. Das heißt, ganz wichtig, vor jeder Aufnahme auf jeden Fall stimmen. Welche Aufnahmen ich genau gemacht habe, das schauen wir uns jetzt gleich in der Session an. Und wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du es mir zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, zeig es mir lieber über zweimal klicken auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und falls du noch nicht Abonnent von diesem Kanal sein solltest, aber denkst, ey, das war ein cooles Video und ich möchte das nächste nicht verpassen, dann klick doch einfach auf den Abo-Knopf und vergiss nicht die Glocke daneben, dann kriegst du auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt. Wir gehen in die Session und hören mal, was ich genau aufgenommen habe. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Also rüber geht's, los geht's. So, dann sind wir schon in der Session. Was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, war, dass ich ja nicht nur am Anfang Akustikgitarren aufgenommen habe, sondern am Schluss auch Akustikgitarren noch für den letzten Refrain aufgenommen habe. Das schauen wir uns gleich aber am Ende in der Session nochmal an, aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Anfang. Ich habe hier mal die vier Spuren, die ich hier aufgenommen habe, hier, die kann ich hier mal markieren und habe die auf Solo gestellt und wir hören einfach mal rein, was ich aufgenommen habe. Ist das nicht schön? Ja. Das soll es ja auch sein. Es soll ja die Leute tatsächlich aufs Glatteis führen. Ne? Wie habe ich es genau aufgenommen? Wie gesagt, ich habe vier Spuren aufgenommen. Als erstes habe ich hier einmal, ich mache mal die Solos von allen aus, damit wir uns die einzeln anhören können. Als erstes mal die Hauptspur hier in der Hauptlage aufgenommen. Das war diese hier. Ne, und den Sound, wie ich es gerade schon gezeigt habe, auf jeden Fall vor der Gitarre, vor dem Mikrofon ein bisschen hin und her. Und dann habe ich genau diesen Sound gefunden. Wie du hier siehst, hier ist nicht ein einziges Plugin reingeladen. Das heißt, ich bin sehr zufrieden schon mit diesem Sound. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Und das habe ich bei den anderen Spuren fast auch so gemacht. Wir hören mal in die anderen beiden Spuren rein, in die anderen drei Spuren rein. Diese Spur liegt jedenfalls in der Mitte. Die soll also als Hauptstütze in der Mitte liegen. Und dann habe ich die Lage gewechselt, habe das Capo im 5. Bund drauf gemacht und im Prinzip das gleiche gespielt. Nur eben dann auf diesen beiden Kanälen gedoppelt und dabei ist dann Folgendes bei rausgekommen. Man hört, dass es eine Oktave höher ist. Ja, ist nicht genau das gleiche, ne? Es stützt ein bisschen. Gib das andere mal dazu. Es klingt schön breit, aber es klingt auch nicht unbedingt danach, dass drei Gitarren spielen. Aber ich finde, es ist echt ein schönes Soundbild, was sich hier ergeben hat. Und auch auf den beiden Spuren, wie man hier sehen kann, habe ich nichts drauf. Also nicht einen Equalizer, gar nichts irgendwie. Kein Kompressor, niente potente. Und damit das noch so richtig sweet, so richtig süß wird, habe ich gedacht, komm, ab in den 12. Bund und spiele noch eine kleine Picking-Gitarre. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Die ist hier sehr leise. Ich ziehe sie mal gleich ein bisschen lauter. Schön, ne? Und die vier Gitarren, die ergänzen sich halt zu diesem schönen Soundbild, was wir da gerade gehabt haben. Diese Gitarre habe ich tatsächlich mit einem Equalizer versehen. Wie du hier sehen kannst, habe ich hier untenrum ein bisschen abgesenkt, habe hier einen Low-Cut gesetzt, habe hier nochmal im Bereich des Nahbesprechungseffektes ein kleines bisschen rausgenommen. Bei 180, 190 Hertz habe ich was rausgenommen. Warum? Weil ich irgendwie hatte ich keinen Bock, den Preamp nachzuregeln und bin dann mit der Gitarre sehr nah ans Mikrofon rangegangen und dadurch habe ich, obwohl ich in dieser hohen Lage unterwegs gewesen bin, doch Nahbesprechungseffekt gehabt. Ich kann ja mal den Equalizer ausmachen, dann hören wir uns mal an, wie das klingt ohne. Es drückt unten rum. Es ist so, scheint so auf die Nase drauf zu drücken. Die Gitarre ist sehr hoch, sehr hell, aber unten rum drückt der Nahbesprechungseffekt. Und mit Equalizer
Und das ist die Kombination aus einmal diesem Low-Pass-Filter, dem Low-Cut-Filter, den ich bei 160 Hertz eingesetzt habe, mit 12 dB Flankensteilheit pro Oktave gar nicht mal zu stramm eingestellt habe. Und dann hier bei 195 Hertz, kann man es hier sehen, habe ich nochmal fast 5 dB rausgenommen. Und wir hören nochmal rein, wenn ich die mal wegmache, dann hörst du wirklich, was das ausmacht. Also nicht nur der Low-Cut, sondern vor allem diese 5 dB bei 195 Hertz. Jetzt aus. An. Aus. Und wieder an. Ne, also das nimmt einfach den Nahbesprechungseffekt da ein kleines bisschen raus an der Stelle. Das Blöde ist bei Nahbesprechungseffekt, man kriegt ihn nie so richtig raus. Deswegen habe ich auch den Low-Cut ein bisschen höher gesetzt. Und kann sein, dass ich im Mix das dann vielleicht auch noch ein bisschen höher setze. Aber wir sind ja nicht im Mix, wir sind ja noch im Schreiben. Also, das ist der einzige Equalizer, den ich gemacht habe. Und zusammen hat sich das Ganze dann halt zu diesen Vieren hier ergeben, die wir jetzt hier hören können. So, wenn wir uns mal den Übergang anhören an dieser Stelle dann zu den Rockgitarren, schieben wir es mal ein bisschen zusammen, hier ist ja der Übergang, dann wirst du sofort verstehen, was ich meine, wenn ich davon rede, wir wollen die Leute aufs Glatteis führen und dann geht's richtig los. Hören wir mal rein. Ne, da geht's aus dieser süßen Passage raus und dann direkt in den Rocksong. Der Übergang war mir jetzt aber auch noch nicht drastisch genug, sodass ich dafür sorgen musste, irgendwie, dass dieser Übergang noch drastischer ist. Und da habe ich gedacht, das klingt eigentlich schon fast zu schön, was ich da aufgenommen habe. Also habe ich die vier auf einen Bus geroutet, beziehungsweise noch nicht, das machen wir jetzt zusammen. Ich habe aber schon einen Bus angelegt und der heißt Intro-Gitarren. Hier auf der rechten Seite ist er zu sehen. Und da ist ein Equalizer reingeladen in die Intro-Gitarre, jetzt mit der Fader hier verrutscht. Und dieser Equalizer macht dieses hier, also fast eine Telefonkurve. Der lässt nämlich fast nichts übrig von diesem schönen, sweeten Sound, den ich da gerade gehabt habe. Der macht dann aus den Gitarren, ich mache die mal aus. Das ist ja das, was wir kennen. Jetzt mache ich mal an. Ist nicht mehr allzu viel, ne? Klingt jetzt sehr alt und da habe ich gedacht, wenn es schon so alt klingt, dann darf es ja auch ein bisschen was Knistrigeres haben und habe hier von meinem Plattenspieler, habe ich hier, den du manchmal bei mir im Hintergrund sehen kannst, habe ich mir ein bisschen Plattenknistern aufgenommen und das klingt solo so, also sogar mit Auflegen der Nadel, ganz großartig. Warte, jetzt habe ich drüber gelabert, nochmal. Super geil. Und das knistert jetzt mal ganz charmant oben drüber und zusammen klingt das dann so. Halt, nicht ausmachen, sondern anmachen. So. Cool, ne? Klingt, als wenn eine Gitarre spielen, als wenn eine alte Platte spielen würde. Und der Übergang zum Rocksong knallt jetzt noch mehr. Sehr geil. Also damit haben wir die Leute tüchtig aufs Glatteis geführt und haben dafür gesorgt, dass der Song dann noch einen Überraschungsmoment hat. Mal gucken, was mir beim Text dann noch einfällt an der Stelle. Kommen wir noch auf den Schluss, wo ich die Schrammelgitarren eingespielt habe. Habe ich dir ja versprochen, dass ich dir die noch zeige. Wo sind sie denn? Hier ganz am Schluss. Mal ein bisschen scrollen. Hier, da sind sie. Da habe ich aufgenommen diese beiden Gitarren und habe die auch einfach stumpf gedoppelt und nach links und rechts außen im Panorama geschoben. Ich gucke mal, ob ich einen Equalizer drauf habe. Ja, habe ich. Den zeige ich dir aber gleich. Zunächst die Aufnahme. Stumpf durchgeschrammelt, vor allem mit einem dünnen Plektrum, wie du es hier sehen kannst. Hier, diese dünne Plektrum macht nämlich diesen Sound hier. Und den kann man beim Spielen auch ganz gut hören, wenn du mal drauf achtest. Die Gitarre war mir aber noch ein kleines bisschen zu fett an dieser Stelle, weil die soll wirklich nur unterstützen. Und deswegen habe ich hier schon mal eine kleine Mixentscheidung gemacht, die ich dann später im Mix auch nochmal machen werde. Nur damit ich das Gefühl für den Song nicht verliere. Ich habe bei beiden Spuren einen Equalizer reingeladen, der wirklich ganz drastisch hier eingreift. Und zwar mit einem Low-Cut bei 700 Hertz.
und dann hier nochmal mit einer leichten Anhebung bei 3,4 Kilohertz. Ist das, das soll das, das Plektrumgeräusch noch ein kleines bisschen rausarbeiten. Und ich mache die beiden Equalizer mal an, damit du hörst, was ich meine. Ich mache sie erst aus und dann spielen wir mal ab. Los aus. Jetzt an. Nicht ganz so telefonisch wie gerade schon am Anfang die, aber es soll hier wirklich, es geht hier nur um das Feeling, dass die Gitarren nochmal den Drive in den Song reinbringen. Und wir sind hier im letzten Refrain, das heißt, die sollen richtig Gas geben. Ich mache die mal aus. Mal erst das Solo auch ausmachen hier von dem ganzen Kram. Das habe ich jetzt alles aus. Jetzt sind die beiden gemutet und dann gehen wir mal in den Refrain rein. Drücken das Schlagzeug da, so bin ich da ausgerutscht mit dem Fader irgendwie. Das ist ja komisch. Da, der scheint die Snare durchzudrehen hier an der Stelle. Warte mal, Sekunde, ich kann das beheben, glaube ich. Irgendwas ist da schief gegangen. Hören wir mal. Irgendeine Spur dreht da durch. Irgendwas dreht da durch. Ah, okay. Das normale Schlagzeug ist mir damit reingerutscht. Okay, alles klar. Jetzt klingt es wieder vernünftig. Ja? Siehst du mal, habe ich das Mute einmal aus Versehen ausgemacht und schon zack, knallte hier alles durch. Du siehst, bei mir läuft auch nicht alles rund, aber ich glaube, damit sind wir nicht alleine hier im Club. Also, jetzt kommen wir nochmal zu der Stelle, wo ich hier die Akustikgitarren dazu schieben wollte. Die sind beide gemutet und wir gehen mal in den letzten Refrain rein. Mach sie mal an. Klingt uselig, ne? Ich mach sie mal leiser. Aus. Mal aus. Scheint was zu fehlen, ne? Wieder an. Also, unterstützendes Element im Arrangement. Da sollen die Akustikgitarren noch mal ein bisschen Drive reinbringen in den Song. Und das haben sie ja auch geschafft. Den Rest machen wir wahrscheinlich dann im Mix und gucken mal, wie viel da tatsächlich von übrig bleibt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zum 6. Teil von Wir schreiben einen Song. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.